Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie sehr herzlich zu diesem heutigen Spiel. Ihre Kommentatoren sind der Kollege Frank Buschmann und ich, Wolf Fuß. Und ich denke, das ist eine Partie, die wirklich einiges verspricht. Könnte eine klasse Partie werden. Und das wird mit Sicherheit ein spannendes Spiel, Wolf. Die haben sich beide einiges vor. Beide Mannschaften sind bereit. Es geht los. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Bas Dost. Van Aken. Alvarez Balanta. Machen Sie jetzt gut die Balleroberung. Jetzt wird's gefährlich. Da gehen sie dazwischen, Ball ist weg. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Ja, da ist Platz jetzt. Kesarü. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Bas Dost. Van Aken. Klasse Aktion da. Und da treffen sie das erste Tor heute. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Sie müssen schneller spielen, dann könnten Sie die Defensive überraschen. Aber jetzt kommt dann doch der Ballverlust, da waren Sie unaufmerksam. Former, klasse Einsatz. Mekele. Van Aken. Ein Pass mit viel Auge. Hans Van Aken. Den Ball holt er. Jetzt müssen Sie aufpassen. Die Chance. Super abgewehrt hier. Kesarü. Guter Zweikampf. Das war einfach für den Torwart. Wird Einwurf geben. Exzellentes Dribbling, klasse Szene. Die Gäste liegen beim Ballbesitz vorne, aber irgendwie münzen sie diese Überlegenheit nicht in Torchancen um. Es droht die Niederlage. Ball kommt. Chance zur Flanke jetzt. Mit tollem Timing gehen sie da dazwischen.
Und zur Pause haben beide Teams noch alle Chancen. Es steht 1:0. Er macht heute bislang eine gute Partie, finde ich. Wie siehst du es? Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Und damit pfeift er die zweiten 45 Minuten an. Michele. Van Aken. Klasse Tackling. Jetzt können sie den Konter ansetzen. Ja, aus so einer Konterchance müssen sie einfach mehr machen. Da verlieren sie den Ballbesitz. Gute Balleroberung hier. Claudio Cesarü. Schwache Aktion, Ballverlust. Bas Dost. Die Nebenleute bieten sich da schön an. Aber der Ball ist jetzt erstmal weg. Schöne Aktion. Und da ist die Szene auch schon wieder zu Ende. Van Aken. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Bas Dost. Sauber gelöst. Er holt sich den Ball. Claudio Cesarü spielt den Ball direkt zurück. Da hat so ein wenig die Präzision gefehlt bei diesem Pass. Gibt Einwurf. Mit der Führung im Rücken kommt jetzt die Auswechslung. Da kann er sich den Ball holen. Van Aken. Former. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Lang. Platz zum Flanken hier. Van Aken. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Spielstand 2:0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Er holt sich vorne den Ball. Da kommt die Flanke. Erstmal geklärt. Jetzt ist es gefährlich. Ball kommt rein. Ja, vielleicht ist hier noch was drin. Ja, das müssen sie jetzt ausnutzen. Vielleicht gibt ihnen dieses Tor noch mal einen Schub. Jetzt steht es hier 2:1, eine enge Kiste. Nur noch 4 Minuten in der regulären Spielzeit. Cesarü.
Vielleicht geht jetzt doch noch was. Oh, ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Könnte gefährlich werden. Guter Steilpass. Sie ziehen hier ihr Passspiel auf, bewegen sich gut, lassen den Ball exzellent laufen. Immer wieder schön zu sehen. Das nennt man Ballbesitz. Jetzt können sie es entscheiden! Keine Gefahr mehr, gut gelöst. Wir sind am Ende dieses Spiels angekommen. Für die Gäste gibt es hier also eine Niederlage. Manchmal entscheiden Kleinigkeiten über den Ausgang so eines Spiels. Das war auch heute der Fall. Eine denkbar knappe Niederlage also am Ende. Und das ärgert sie. Das ist nicht zu übersehen. Hier war mehr drin und sie hätten natürlich auch gerne mehr geholt. Ein gutes Spiel von ihm heute, kann man nicht anders sagen.